So Leute, nachdem wir jetzt Commander Collection Green neulich hatten und jetzt Commander Collection Black draußen ist, wollte ich euch die mal zeigen. Also gucken wir uns die Commander Collection Black mal an. Sie sieht echt cool aus. Ich finde, sie sieht echt cool aus. Sie ist hier oben mit einem komischen Anti-Plastik-Gedöns zugemacht. Was ich ein bisschen schwierig finde, weil ich bin mir jetzt noch nicht sicher, wie man sie wieder zubekommt und wieder aufbekommt. Genau hier ohne Paper. Ja, weil ich stelle mir die ja gerne in den Schrank und deswegen muss ich mal gucken, wie das dann aussieht, weil ja, es fühlt sich auf jeden Fall, es fühlt sich sehr, sehr strange an, aber auch sehr cool. So, mal beiseite und jawohl, ja. So, jetzt haben wir das Teil vor uns. Das, ja, ist sonst auch so wie das andere auch, aber es, ja, also reinstellen kann ich es mir, glaube ich, nicht mehr, wenn ich jetzt hier mal zuklappe. Nee. Nee, sieht doof aus. So, gucken wir uns das mal an. Hier können wir das. Hübsch. Das ist auf jeden Fall von Zirkulär ein bisschen geklaut. Auch hier mit dem Artwork. Es sieht sehr cool aus mit dem Totenkopf hier in der Ecke. Und ja, das ist schon cool. Klappen wir es mal auf. Dann haben wir hier so ein. Okay. Auch so ein Zirkulär-Gedöns. Aber dann hier mit einem Papp-Ding. Das können Sie bei Zirkulär bitte auch einführen, bitte. Sigilair wäre das auch sehr cool. Kommen wir zu den Karten. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr coole Karten. Wir haben einmal Liliana Heretical Healer. Sie ist ein 3-Mana 2-3 Lifelinker und immer wenn eine Nicht-Token-Kreatur stirbt, können wir diese Karte aus dem Spiel entfernen und können sie geflippt wieder reinbringen und kriegen einen 2-2 schwarzen Zombie. Und auf der anderen Seite ist es ein Planeswalker. Sie hat dann plus 2, jeder Spieler wirft eine Karte ab, minus x, wir bringen eine Kreatur Mana-Kosten und x aus dem Friedhof wieder ins Spiel. Und minus 8, wir kriegen ein Emblem, immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, das Spielfeld verlässt, bekommt es am Ende des Abgibs wieder, des Endsteps. So. Ja, ich weiß gar nicht, ob das Emblem hier auch drin ist. Ich habe jetzt Zombie-Token hier schon gesehen, aber ja, es sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Also die Artworks sind wirklich, wirklich schön. Muss ich halt sagen, ich mag das. Ich mag das wirklich. Dann haben wir Ghoulcaller Gissa. Oh mein Gott, das Artwork. Legendary Creature, ein Schwarzmanner, tappen, wir opfern eine Kreatur, kreieren x2-2 Zombies, wo x die Stärke ist. Die ist 3-4. Das ist schon so stark. 5-Mana 3-4. Und ach, das Artwork ist auch der Hammer. Es sieht cool aus. Ich muss leider sagen, mir gefällt es sehr gut. Dann, oh ja, Ophiomancer. Ophiomancer 3-Mana 2-2. Zu Beginn des Zusammenhangs kriegen wir einen 1-1 Schlange mit Death Touch, wenn wir vorher keine kontrolliert haben. Ein saustarker Reprint, ein teurer Reprint. Und hier haben wir auch einen Schlangentoken drin, das weiß ich. Phyrexian Altar, der Staple der Commander-Leute, 3 Mana. Zu Beginn des Zusammenhangs verlieren wir Leben und ziehen eine Karte. Ah, das ist auch nicht so günstig gewesen. Echt nicht so günstig gewesen. Reanimate. Das Artwork gefällt mir jetzt persönlich nicht. Ein schwarzes Mana, wir bringen eine Kreatur aus dem Friedhof und unsere Kontrolle ins Spiel und verlieren Lebenspunkte in der Höhe der Mana-Value. Aber das Artwork ist nicht so schön. Also das Artwork gefällt mir nicht so sehr, muss ich ehrlich sagen. Hä? Ja, hätten wir auch machen können. Toxic Deluge, 3 Mana, dazu Kosten zahlen wir x Leben und alle Kreaturen kriegen minus x, minus x. Das sieht schon cool aus vom Artwork und mit dem Regen und so, das ist schon schön. Und ja gut, klar. Solring musste natürlich dabei. Ein Mana tappen für 2 Mana mit dem Artwork auf dem Cover. Ich weiß nicht, warum da immer ein Solring drin sein muss. Er hätte doch was anderes reintun können. Genauso der Command Hauer. Er sieht cool aus. Tappen für einen Mana beliebiger Farbe der Mana. Aber er sieht cool aus. Er sieht wirklich cool aus. Aber muss er in jedem dieser Dinger drin sein? Kommen jetzt überhaupt noch andere Farben? Ja. Da ist der Snake Token mit Death Touch und da ist der Zombie Token. Ja, so viel dazu. Sagt mir mal bitte, das sieht schon cool aus mit dem Bauch. Sagt mir bitte, was ihr davon haltet. Habt ihr es euch gekauft? Werdet ihr euch kaufen? Wie seht ihr das? Kommen jetzt demnächst dann jetzt auch wieder rot, blau und weiße Commander-Produkte? Und ja, wäre einfach interessant für mich zu wissen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.